So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem, The Sacred Stones. Wir sind hier nun im, wie viel war ich? Ich glaube, am 27. Ich habe mal gerade nachgeschaut. Und ich bin frisch gestärkt und zurückgekommen. Ich habe etwas zu mir genommen. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Irika habe ich hier hingestellt, wegen, genau. So. Ansonsten kein Gegner mehr auf der Karte. Zumindest nicht im unteren Bereich. Da wollen wir mal zusehen. Die Spinne kommt. Und dieser scheiß Hund. Das habe ich mir schon gedacht, dass sie nicht schnell genug sein wird. Und Franz kriegt immer mehr aufs Fressbrett. Wartet mal. Marisa übernimmt den da. Das ist schon besser. Dann wirst du den hier übernehmen. Bitte. Töte ihn? Irika? Bitte? Mach's halt hier mit. Sie trifft nicht, ne? Komm, critical. Irika. Och Mann, ey. Oh, das war ein schöner Level-Up. Ein sehr schöner Säure. Na komm, dann macht das halt los. Toll, das hätte ich jetzt gerade gerne von der Irika gesehen, aber nein. Ich weiß, Luz wollte ihm nur mal zeigen, wie es geht. Das muss es gewesen sein. So. Bitte einmal heilen. Franz ist schon ziemlich angeschlagen durch das ganze Gift. Ich glaube, 3 oder 4 Runden. Ne, 2, denke ich. 2 oder 3 Runden, nicht 3 oder 4. Dürfte es noch anhalten. Eine, okay. Okay. Vergesst es. Vergesst, was ich sagte. Ich warte einfach immer noch darauf, dass irgendwelche blöden Bastarde gleich von hinten antanzen. Und das passiert noch, definitiv. Endlich, das war's mit dem Gift. Nicht den Schnitter so stark verschwenden. Und den Rest lasse ich, glaube ich, hier hinten noch zurück. Nein. Auweia. Warte mal. Der Rest kann hier nach vorne. Aber Gilliam, tausch mal bitte eben mit dem guten Franz, der hat nämlich kaum noch Waffen. Toll. Jetzt Gilliam das lebende Schutzschild hier. Keine Waffen, kann sich kein Stück wehren. Aber egal. Ich warte immer noch auf diese scheißblöden Würenretter. Ich weiß, dass sie noch kommen. Nur ich weiß nicht mehr wann. Die wollen mich doch jetzt gerade vorsätzlich verarschen. Okay, es sind jetzt nicht unbedingt Wimmernreiter, aber es sind auf jeden Fall Gegner. Das können wir schon mal festhalten. Okay, weg hier. Wie weit kommen denn die alle? Sollen sie erstmal rankommen? Gilliam, du gehst auch bitte ein Stück weg. Ich möchte jetzt doch nicht so sehr im Angriffsradius von denen wissen. So. Ah, richtig, das wollte ich auch noch machen. Ah, das machen wir später. Das machen wir alles später. Den schicken wir den mal vor. Vorne? Der kommt ist da. Der ist da. Okay, der kommt ein bisschen weiter. Ja, doch, ist in Ordnung. Wir warten mal. Jupp,
Und da springt mir gerade glatt mal das Spiel weg. So, jetzt sind wir wieder drin. Passiert immer mal wieder. Ist nervig, aber kann man nichts dagegen machen. Aha, der ist aber viel zu langsam. Mir fallen gerade erst die Augen auf, die da sind. Wow, bin so blöd. Okay. 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 Komm bitte aus der Schusslinie. Der kommt auch nicht weit genug. Okay. Alle stehen perfekt. Das dürfte auch sie jetzt schaffen. Ich lasse ihm mal seinen Versuch noch. Okay, hätte er jetzt nicht getroffen, hätte ich den Marisa noch erledigen lassen. Hätte ich ihn von Marisa erledigen lassen, nicht er soll Marisa erledigen, Scheißdreck. Also manchmal habe ich echt einen Sprachfehler. So, nun bitte zeigt mal, was ihr könnt da unten. Der geht mir gerade in eine Richtung, die mir nicht gefallen mag. Rittertod, effektiv gegen berittene Einheiten. Ja, du mich auch, du Bastard. Oh, weia. Das war knapp. Na, knapp nicht, aber es ist unangenehm. Wollen wir das mal so sagen, ne? Die können nicht viel Schaden machen, aber dafür sind sie schnell. Der ist weg. Schön. Nur wie verfahren wir jetzt mit denen da? Kommt. Fuck it. Ich muss mal kurz ein bisschen umdisponieren. Ja, mach mal. Ah, was machen wir denn ja? Was machen wir denn da? Am besten. Auf jeden Fall muss Arthur da raus, der ist mir sonst zu sehr gefährdet. Ich möchte ja auch nicht, dass er drauf geht, ne? Auch wenn ich ihn nicht trainieren werde, drauf gehen muss er jetzt auch nicht unbedingt. Dann heil du bitte nochmal den guten Franz, der hat es nämlich dringend nötig. Das muss das blöde Arschloch mit so einem Rittertod antanzen. Ja, das ist es, das ist jetzt wiederum scheiße. Es wäre mir lieb, wenn sie nur von einer Waffe angegriffen werden kann. Wenn dann von dem nur. Axtmeister. Okay, es wäre mir scheißegal gewesen. Hm. Ein Axtmeister ist nicht effektiv gegen Schwerter, sondern im Nachteil sogar noch. So, die schicken wir hier hin. Aber wartet mal, der kommt doch bestimmt auch an den Wald ran, oder? Ne, kommt er nicht. Perfekt. Schade, es reicht nicht. Wie ist ein Loswerden? Ja, Franz, übertreib du nur, übertreib du nur. Okay, das geht jetzt einigermaßen. Gut. Der ist so dumm. Und greift Erika an.
Ordnung. Den kann er irgendjemand anders erledigen. Okay, reicht auch Erika an. Kommt sonst irgendwer da dran? Komm, mach ihm wenigstens Schaden. Das war's dann auch mit dem Langspeer. Wer darf den Thema jetzt erledigen? Naimi, du darfst. Triff auch. Gut. Ah, das war ja nicht gerade viel. In irgendeiner Form gefahren. Sehe ich jetzt nicht. Und er versucht es schon wieder. Aber dafür hat er sich jetzt wunderbar in die Angriffsreichweite von uns hier gestellt. Das war's dann für ihn. Ah, du kannst ihn ruhig damit draufschlagen. Mal gucken, ob Marisa den jetzt kriegt. Daneben. Was ein Lauch. Ich bin etwas müde. Perfekt. Tschüss, Mann. Nicht ganz, aber fast. Natascha braucht wirklich dringend mal neue Heilstäbe. Okay, damit haben wir das. Die Leute kommen nicht gerade weit. Hier ist alles zu eng. Ich werde mal zusehen, dass ich... Ich denke mal, Luz in die Angriffsreichweite der Gegner stelle. Sind ja magisch begabt, dementsprechend werden sie ihr nicht viel Schaden machen können. Und der da oben hat auch nicht viel zu sagen. Keiner greift an. Nein, so. Kann er überhaupt bis dahin? Gut, dann kommt mal ran hier. Zwei Schaden ist nix. Kann sie ein bisschen rum massakrieren. Ja, ein Schaden ist noch weniger. Ach nee. Ich finde das schön, wie ihr Mantel und ihr Rock so wehen. Kleines, ich mag so kleine Details. So, Naimi darf jetzt auch ein Stückchen. Du das auch. Und eins noch. Feuer ist kaputt. Oh nö. Ich hoffe, sie rüstet gleich das neue Feuer aus oder sie hat jetzt Donner, ne? Natürlich. Und Crit. Perfekt. Mal sehen, ich werde wahrscheinlich noch einen dritten Part hierfür dann benötigen. Aber ich denke mal, das wird nicht allzu schlimm sein, oder? Hallo. Ihr wart doch mit meinem Lehrer unterwegs, nicht wahr? Glaubt ihr, ich könnte an eurer Seite kämpfen? Ich kann die Magie anwenden, die mir mein Lehrer beigebracht hat.
Nun, was sagt ihr? Das war ein kurzes Gespräch. Und ja, hier haben wir noch eine ähnliche Einheit wie den guten Ross. Evan ist nämlich ein Schüler. Maya in der Ausbildung mit dem Streben nach Höherem. Und das ist sozusagen die Grundstufe, die er hat. Er kann dann nochmal zu einem Magier danach werden. Ich glaube, wenn er Level 10 erreicht oder wenn er so gesehen Level 11 dann erreicht, dann entwickelt er sich eigentlich weiter. Und dann kann er auch nochmal bis zu Level 20, bis zum Maximum Level hochtrainiert werden und dann mit einem Weiterentwicklungsgegenstand, in dem Fall dann auch ein Leitstern, zu der nächsten Klasse werden. Ich glaube, man kann ihn aber auch zu einem Druiden machen, auch wenn Dunkelmagie in diesem Spiel einen Scheißdreck bringt. So. Der dürfte der guten Marisa nicht zu viel Schaden machen, stellen wir sie mal hier hin. So, jetzt können wir auch alle zumindest so weit wie es geht nach vorne schicken. Ich glaube, Gilliam werde ich auch demnächst aus dem Team rausschmeißen, weil ich brauche ihn einfach nicht. Saleh wird auch nicht trainiert. Und ich denke, ich habe mich auch dafür entschieden, dass ich nicht Joshua, sondern Marisa mit ins Team nehmen werde. Ja. Naja, und Tana muss auch noch trainiert werden. Oh, sie ist schnell genug. Schön. Das sieht man doch immer sehr gerne. Und da sie ein mieses Wachstum hat, was die Geschwindigkeit angeht, werde ich mal eben mit ihr mit Evan tauschen und mir den Energiering schnappen. Stärke ist jetzt um 2 gestiegen. Dann ist sie schon mal etwas brauchbarer. Das wollte ich gar nicht. Wie? Okay. Sieht gut aus. Der Typ hat eine Axt, ne? Ja. Yep. Wunderbar. Ich denke, ich werde diesmal auch mit Arika wieder den Boss eine reindrücken. Und dann ist das alles wunderbar. Meine Nase kitzelt. Na, nervt das. Dieser Stau. Und hier hinten haben wir noch einen Händler. Dementsprechend werde ich da dann auch jemanden hinschicken, damit ich mal ein paar Heilruten kaufen kann. Stäbe. In Fates heißt es Routen. Ich habe mich schon so dran gewöhnt, ey. Welch Wunder, vorne greifen wir zweimal an. Quit. Yay. So, ups. Natascha, einmal bitte heilen. Und damit haben wir dieses Kapitel bis jetzt zumindest ohne Verlust überstanden. Wir wissen ja nicht, was noch so kommen wird, ne? Ich kann nicht glauben, dass im Reich des großen Drachen Monster aufgetaucht sind. Was soll aus dieser Welt nur werden? Dieser Stab wird euch helfen, euch vor diesem Bestien zu schützen. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Habe ich mir doch gedacht. Immer die Häuser, egal wie groß sie auf der Karte angezeigt werden, mit dem roten Dach, haben meistens, oder immer, glaube ich, irgendwelche Sachen für uns. Ist das nervig hier gerade. So. Bitte einmal alle nach vorne. Zumindest so weit wie nur eben möglich.
So ist das auch schön. Das ist wiederum sehr, sehr beschissen. Weg hier. Marisa, du stehst im Weg. Franz. Franz. Mit dem Langbogen. Schön, habe ich ja auch mal benutzt. Den benutze ich nämlich sonst so gut wie nie. Die kommen nicht ran. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drüben noch so passieren wird. So, ab in den Wald mit dir. Ich brauche noch irgendwelche Einheiten, die fett reinhauen können. Na, lassen wir erstmal so. Die müssen einen jetzt auch mit diesen blöden Bastarden wieder nerven, ne? Der kommt ran, der kommt ran, der kommt auch ran und der kommt auch ran. Okay, Stahllanze, Stahllanze und das ist in Ordnung. Franz hat genug Verteidigung. Ich hoffe, wir werden sie alle töten. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Ist mir auch gerade egal, ob er die ganzen Erfahrungspunkte dafür kriegt, weil ich möchte jetzt nicht, dass irgendjemand anderes durch diese blöden Deppen da noch in Gefahr gerät. So. Ah, dafür kriegt er noch ein Level up. Ja, wer seid ihr, werdet alle auf Team-Niveau bringen. Ich glaube, ich werde die also alle auf Franz-Niveau bringen, weil er hat bis jetzt den höchsten Level von allen. Ey. Oh, er schafft's nicht. Na, Scheißdreck. Ah, passt schon, passt schon. Da sind noch andere, die es schaffen können. Verteidigung. Schön. Kriegt ja noch weniger Schaden. Gut, den kriegt er auch klein. Fehlen nur noch zwei Einheiten, die kaputt zu gehen haben. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt großartig sagen soll hierzu. Ansonsten, Leute. Ich sehe gerade, der Part hat eine schöne Länge. Wir sind wieder am Zug. Die beiden hier werden wir im nächsten Part noch besiegen und auch den ganzen Rest hier oben. Das Kapitel wird also im nächsten Part mit hoher Wahrscheinlichkeit beendet werden. Also, das war's dann erstmal wieder. Euer Metroid Mafia 96 meldet sich ab. Ciao.